Hallo allerseits. Wir werden hier dieses Atommodell konstruieren und zum Schluss beide Elektronen auf ihren Laufbahnen animieren. Das Thema dieses Tutorials heißt Animationen. Dann schreiben wir das hier als Titel hin. Dazu aktivieren wir den Befehl Text, klicken irgendwo auf diese Grafikseite und geben hier ein Animationen. So, okay. Dieser Titel ist aber etwas winzig. Deshalb Rechtsklick drauf, Eigenschaften, in Text machen wir den Titel etwas größer und vielleicht auch fett und schließen dieses Fenster wieder. Jetzt ist der Titel so, wie wir ihn gerne hätten. Jetzt platzieren wir ihn noch zum Beispiel dorthin und damit er sich nicht mehr bewegt, Rechtsklick drauf, Objekt fixieren. Klick, der Titel steht. Kommen wir jetzt zum Atommodell. Zuerst zeichnen wir diese zwei Kreise. Dazu natürlich Befehl Kreis, Zentrum, Klick, ziehen, der Kern steht schon mal. Jetzt noch der große Kreis. Der hat dasselbe Zentrum wie der kleine Kreis. Also, der Befehl ist auch immer noch aktiv. Klick auf Zentrum, Klick, ziehen, Klick. Jetzt haben wir auch schon den großen Kreis. Die sind aber hier nicht schwarz, sondern grau. Also ändern wir ihre Farbe. Rechtsklick, Eigenschaften, Farbe, Grau. Schließen, fertig. Das Format vom großen Kreis möchten wir jetzt übertragen auf den kleinen Kreis. Das kann man hier mit dem Pinsel machen, Format übertragen. Klick, wir möchten das Format von diesem Kreis, Klick, auf diesen Kreis übertragen. Klick, und schon ist der kleine Kreis auch grau. Kommen wir jetzt zu den Nukleonen. Das sind vier Punkte. Also Punkt, Klick, 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 Klick. Da sind sie schon. Jetzt formatieren wir sie. Das hier soll ein Neutron sein, in Magenta. Also Rechtsklick drauf, Eigenschaften, Farbe Magenta. In der Darstellung, wir machen ihn etwas dicker, so ist schön. Und in den Grundeinstellungen geben wir als Beschriftung klein n ein, so wie in der Vorlage. Hier soll er also die Beschriftung anzeigen, aber nicht den Namen. Der Punkt heißt D, sondern die Beschriftung. Deshalb wählen wir hier Beschriftung und schließen das Fenster. Somit ist das erste Neutron erstellt. Wir können das natürlich etwas bewegen. Wir könnten auch die Beschriftung etwas versetzen, wenn wir das wünschen. Das ist auch ein Neutron. Also Pinsel, Klick, Klick. Somit ist das Format übertragen, aber der Punkt heißt F. Hier müssen wir separat Rechtsklick machen, Eigenschaften, Beschriftung klein n eingeben. Es wird die Beschriftung angezeigt. Wir schließen das Fenster und die Beschriftung klein n ist vorhanden. Jetzt die zwei Protonen. Dazu dieser Punkt zuerst. Der soll genauso dick sein wie der da. Dann könnte man zum Beispiel das Format vom Neutron auf diesen übertragen. Somit hat er schon mal dasselbe Format. Er ist gleich dick dargestellt. Rechtsklick, Eigenschaften. In der Beschriftung geben wir jetzt klein p ein. Diese Beschriftung wird dann auch angezeigt. In der Farbe wählen wir zum Beispiel dieses Grün. Wir schließen das Fenster und das erste Proton ist fertig. Jetzt das zweite. Pinsel, Klick, Klick. Jetzt brauchen wir diesen Punkt nur noch als Beschriftung einzugeben. Klein p, Fenster schließen und die vier Nukleonen sind fertig. Kommen wir jetzt zu dieser Ellipse. Wir werden diese Ellipse konstruieren anhand von diesem Befehl, das heißt anhand von den zwei Brennpunkten und von einem Ellipsenpunkt. Und zwar müssten wir das so machen, dass diese Endpunkte der Ellipse sich auf dem großen Kreis befinden.
Dazu folgende Idee. Wir zeichnen zuerst einen Durchmesser. Ich klicke aufs Zentrum beider Kreise und ziehe. Zum Beispiel so. Hinterher können wir die Schräge dieser Geraden natürlich immer noch verändern. Lassen wir sie mal so, weil das ungefähr so für diese Ellipse der Fall ist. Jetzt konstruieren wir die Brennpunkte der Ellipse, die sich beide auf diesem Durchmesser hier befinden sollen. Dazu wählen wir wieder Kreis, Zentrum und wir ziehen, zum Beispiel bis da. Die zwei Brennpunkte der Ellipse, das sollen dieser und dieser Punkt sein. Dazu wählen wir also die zwei Schnittpunkte von dieser Geraden mit diesem Kreis. Machen wir das. Schnittpunkt, Gerade, Kreis. Da sind sie, die zwei Brennpunkte. Und jetzt soll die Ellipse auch noch diesen und diesen Punkt enthalten. Was also bedeutet, wir brauchen auch diesen und diesen Schnittpunkt von diesem Durchmesser mit diesem Kreis. Der Befehl ist immer noch aktiv, also klicken wir einfach auf Gerade und Kreis. Da sind sie, die zwei Schnittpunkte. Jetzt ziehen wir die Ellipse. Wir wählen diesen Befehl, Klick. Die zwei Brennpunkte sind dieser Punkt und dieser Punkt. Ich habe gerade auf beide geklickt. Und jetzt ziehen wir bis zu diesem Ellipsenpunkt hin, Klick. Da haben wir unsere Ellipse. Aber sie ist nicht so schön länglich wie diese da. Das können wir selbstverständlich durch diesen Kreis hier ändern und anpassen. Zum Beispiel so. Okay, jetzt noch die zweite Ellipse. Wir konstruieren einen Durchmesser, Klick auf Zentrum, wir ziehen ungefähr so, um die gleiche Schräge zu haben wie da. Okay, zwei Brennpunkte erstellen wir als Schnittpunkte. Und zwar als Schnittpunkte von diesem Durchmesser mit diesem Kreis. Die zwei Endpunkte dieser Ellipse, die konstruieren wir als Schnittpunkte, der Befehl ist immer noch aktiv, von diesem Durchmesser und diesem Kreis. Durch diesen Befehl können wir jetzt die Ellipse konstruieren, Brennpunkt Klick und Endpunkt Klick. Die zwei Ellipsen sind somit erstellt. Jetzt werden wir alles löschen, nicht löschen, sondern ausblenden, was wir nicht mehr brauchen. Was wir nicht mehr brauchen im Moment, das ist A, B, diesen Kreis C. Mal gucken, das ist der innere Kernkreis, den brauchen wir noch, lassen wir den. C kann weg. D, D ist auch ein Kreis, das ist der große Kreis, den lassen wir. Man erkennt das hier an dieser kartesischen Gleichung, dass das ein Kreis ist. Diesen Punkt D müssen wir lassen, denn das ist ein Neutron. Diesen Punkt E lassen wir auch, das ist ein Proton. F ist ein Neutron und G ist ein Proton. Eigentlich können alle anderen Punkte weg. Also H, K, J, M und L. Die brauchen wir nicht mehr. Da sind aber noch Punkte. P, Q, R. Entschuldigung, P, O, R, Q können ebenfalls weg. Wir haben noch zwei Punkte, die weg können. Man kann sie entweder hier ausblenden, wie gerade gezeigt. Man kann aber auch einen Rechtsklick auf den Punkt selbst machen. Ich mache das mal. Rechtsklick. Und im Kontextmenü klicken wir auf Objekt anzeigen. Klick. So ist der Punkt auch ausgeblendet. Dasselbe machen wir für diesen da. Und so sind alle unnötigen Punkte ausgeblendet. Wir können auch diesen Kreis hier noch ausblenden. Das ist dieser da. Also ausblenden kann man ihn durch diesen blauen Punkt. Zum Beispiel. Was brauchen wir jetzt nicht mehr? Diese zwei Geraden, die zwei Durchmesser. Also Rechtsklick ausblenden. Rechtsklick ausblenden. Die zwei Elektronenlaufbahnen, diese zwei Ellipsen, die sollen gestrichelt sein. Also fahren wir auf eine dieser Ellipsen, Rechtsklick, Eigenschaften,
In der Darstellung kann man die Linienart auswählen. Die Linie soll gestrichelt sein. Schließen. Okay. Jetzt können wir das Format von dieser Ellipse auf diese übertragen und fertig. Jetzt brauchen wir noch die zwei Elektronen. Dazu wählen wir wieder Befehl Punkt, aber dieses Mal Punkt auf Objekt. Klick. Wir klicken jetzt auf diese Ellipse. Klick. Sowie auch auf diese Ellipse. Klick. Da sind sie schon, die zwei Elektronen. Hier sind sie violett und mit klein e beschriftet. Also Rechtsklick drauf. Rechtsklick. Im Kontextmenü. Eigenschaften. Darstellung kann man sofort etwas dicker machen. Vielleicht nicht zu dick für ein Elektrönchen. In den Grundeinstellungen geben wir als Beschriftung E ein. Und in der Farbe wählen wir dieses Violett. Schließen. Das Elektrönchen ist schon mal okay. Pinsel, Format von diesem Punkt auf diesen Punkt übertragen. Klick ist gemacht. Und jetzt soll dieser Punkt als Beschriftung auch noch klein e erhalten. Also hier klein e, schließen und fertig. Unser Atommodell steht. Jetzt kommen wir zu den Animationen dieser zwei Elektronen. Das ist wirklich sehr einfach. Dieses Elektrönchen soll jetzt animiert werden. Wir könnten es eigentlich per Hand so ziehen. Da wir diesen Punkt auf die Ellipse gesetzt haben, bewegt dieser Punkt sich auch auf der Ellipse, wenn wir dran ziehen. Aber jetzt kommt's. Rechtsklick auf den Punkt, Animation ein, Klick. Und schon bewegt das Elektrönchen sich, so wie wir es gewünscht hatten. Dasselbe machen wir für den zweiten Punkt hier. Animation ein. Und unser schönes Atommodell steht. Da wir hier zwei Elektronen und zwei Protonen haben, ist das also ein Modell für das Heliumatom. Als Aufgabe zu den Animationen könntet ihr versuchen, dieses kleine Modell hier nachzuzeichnen. Wir sehen die Erde, sie dreht um die Sonne auf ihrer ellipsenförmigen Laufbahn. Und die Sonne belegt einen Brennpunkt von dieser Ellipse. Genau dasselbe für den Planet Mars. Der dreht auf seiner ellipsenförmigen Laufbahn. Und die Sonne belegt gleichzeitig einen Brennpunkt von dieser Ellipse. Ich wünsche viel Spaß beim Konstruieren.